Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, die Mimi und... Der Chris. Und schaut mal, was wir hier haben. Eine Celebrations Top Trainerbox. Ja. Würde ich sagen, schauen wir mal, was da drin ist. So, und da sind wir auch wieder. Und ich würde sagen, wir gucken uns einmal die Promokarte an. Sehr, sehr schöne Karte. Finde ich jetzt persönlich nicht so, aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Dann haben wir hier sehr, sehr schöne Sleeves, wie ich finde. Dann haben wir hier die Kartendrenner. Einmal in schwarz und wenn man sie umdreht, wer hätte es gedacht, in weiß. Hier die Würfel. Schadensmarken und Energiekarten sind natürlich auch dabei. Dann haben wir hier, wie beim Chris auch, fünfmal schaurige Herrschaft. Aber das Wichtigste ist Celebration. Und nicht wundern, ich mach mal kurz. Seht ihr diese schöne Matte? Das muss ich leider nochmal erwähnen. Ich finde sie sehr schön. Ist vom Zero. Wer Zero nicht kennt, schaut vorbei. Und ich fand die Matte so schön, da konnte ich nicht nein sagen. Und dann musste ich sie bestellen. Aber zurück zur Sache. Celebration! Oh mein Leute, ich bin so gehypt. Mal gucken, da ihr gesehen habt, aufgehen. Was der Chris gezogen hat, weiß ich nicht, ob ich es toppen kann. Mal und wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch einmal das Video oben. Könnt da gerne vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go! Und wer es auch noch nicht weiß, ich bin auf Pikachu-Jagd. Also Leute, drückt mir die Daumen. Ich bin gespannt. Zekrom. Huch. Ah, voll nervös, ne? Reshiram. Das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist auch schon ein bisschen her. Crowdon. Oh mein Gott. Und du hast es direkt. Das wolltest du doch am liebsten haben. Das oder das Geburtstags-Pikachu. Ja. Oh mein Gott, ach, das Leute. Das siehst du auch noch, das Geburtstags-Pikachu. Im ersten Booster habe ich direkt das Pikachu. Aber ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sehen könnt. Hier sind ganz leichte Linien zu erkennen, die einmal so quer rüber gehen. Printlines. Ja. Ja, jetzt müsst ihr es auch erkennen. So unterm Raupi geht einmal die Linien lang. Boah, ich wollte gerade sagen, wo ist denn ein Raupi hier oder oben sitzt er? Ja. Puh. War das die letzte Karte? Ja, stimmt. War die letzte Karte im Booster. Also das freut mich. Nice, nice. So. Und gleich nochmal jetzt, pass auf. So. Weiter geht's. Ich möchte ja eigentlich, aber... Boah, keine Chance, Leute. Keine die Chance. Die sind ja so gut zu. Ich sag doch hier Panzertape oder so. Garantiert. So. Xerneas. Runter. Hoho. Zekrom. Und. Jawohl. Ich hab's auch. Surfen des Pikachu. Das die Macht des Pikachu. Pikachus. Feines Pikachu. Jawohl! Also ich freue mich über Pikachus, glaube mehr. Als über alles andere. Fast alles andere. Obwohl eine Goldkarte würde mich jetzt hier auch nicht, ne? Oh ja. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Komm, armer Urgel, du siehst ja nichts. Geht ja auch nicht, ne? Leute, ich bin gehypt, ich bin gehypt, oh mein Gott! Andere denken jetzt, ey, was redest du da? Aber Pikachu, ja klein... Okay. Ein Zekrom. Palkia. Ho-oh und. Noch eins. Die Macht ist mit mir. Leute, Leute. Nice, nice. Das freut mich so. Und vor allem auch ein anderes. Also nicht irgendwie doppelt, sondern schön ein anderes, Leute. Nice, nice. Oh. Mein Herz, es tanzt, Leute. Es tanzt einfach nur so. Komm, aber so eine schöne
So, mal gucken, was wir noch kriegen. Nochmal ein Oho. Entschuldigt, wenn ich hier heute... Man wird ja richtig gierig bei dem. Und man wird so wirr im Kopf. Cosmorum und Forschung des Professors. Da finde ich es cool, dass er hier so über die Karte schreibt. Und den in Full Art... Auch nicht schlecht, der Hammer, ne? Ja. So. Schauen wir mal, was die Booster uns noch so hergeben. Wieder ein Ho-Oh, wer hätte es gedacht? Luvia. Ui. Nice. Epontas von früher und Solgaleo. Genau, mit der Linie im Hintergrund wieder, ganz schön. Gott, man wird voll nervös, ey. So, weiter geht's. Falls ihr es beim letzten Video noch nicht getan habt, könnt ihr gerne auch hier nochmal schreiben, was eure Lieblingskarten sind, was ihr vielleicht schon gezogen habt oder was ihr gerne ziehen wollt. Schauen wir mal, was hier noch ist. Palkia und... auch das Mew. Nice. Auch hier, wer es noch nicht weiß, Mew gibt es als einzigste Goldkarte in dem Set. Was ich jetzt persönlich auch mal nicht schlecht fände zu ziehen, ne? Aber schauen wir mal. Weiter geht's. Kerle. So, Zekrom. Kodon. Oh, nice. Ich hab's auch. Zapdos. Ah, und ich glaube, danach war was. Samacenta in Wow. Aber das Zapdos, Leute, ich muss sagen, ich find's cool. Auf jeden Fall. Ich finde es cool, das hat was. Von den drei Vögeln mein Lieblingslegendäres. So, den packen wir auch mal hier dazu. Hier natürlich auch direkt, ne? Und vor allem dieser Stempel. Das, ich meine, klar, es ist Geschmackssache. Die einen mögen es, die anderen finden es nicht so cool. Ich muss sagen, ich find's cool. So, ein paar Stück haben wir noch. Also, schauen wir doch mal. Vielleicht ist ja noch was mega cooles dabei. Schon mal ein Reshiram. Kyokre. Oh Gott. Bisaflor. Einfach Bisaflor. Und nochmal Forschung des Professors. Schau sie dir an. So. Kriegen wir den dritten auch noch zustande? Das wär's ja. Ich bin gespannt. Dann hätten wir nämlich alle drei. Ja. So. Und wir haben noch zwei Stück, Leute. Zieh die an, Bisaflor, ich glaub's. Es kann noch was drin sein. Ja, wird's auch noch. Ich weiß es nicht. Die Pulverade ist ja der Hammer. Oder ist einfach Zufall? Man weiß es nicht. Wer weiß, Zekrom. Dialga. Cosmorum und nochmal in Forschung des Professors. So, Leute. Das letzte Pack. Letzte Pack. Alles oder nichts. Da ist jetzt noch Tara Goldstar drin. Oder ein Klurak. Klurak mit Ansage, Leute. Das wäre es ja mal, oder? Ja. Oh. Cosmog. Lugia. Oh. Hieltal und Lunala. Aber immerhin. Schlecht. Ja, nice. So, würde ich sagen, fassen wir auch mal kurz zusammen. Wir haben hier Bisaflor, Samacenta Wii, Rockets Zapdos, Mew und Lepumentas. Danke. Und für mich persönlich absolute Highlights ever. Huch, habe ich was vergessen? Das wunderschöne Full Art Pikachu. Nice. Und einmal surfendes und fliegendes Pikachu. So, Leute, ich würde sagen, enttäuscht bin ich nicht. Ich freue mich vor allem über die Pikachus und bleibt gespannt, was demnächst kommt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.